Moin, wir sind Daniel und Jana von Reishunger und wir erzählen euch was über Reis. Okay, wir bleiben körnig und haben den Vollkorn Basmati-Reis als nächstes am Start, der auch aus Indien kommt. Natürlich wieder ein Langkornreis vom Fuße des Himalaya. Und als Vergleich zum klassischen Basmati einfach ein bisschen kerniger und körniger ist, trotzdem super locker auf dem Teller und auch mega gut zu kombinieren. Ne? Genau, ist tatsächlich genau der gleiche Reis wie der normale Basmati-Reis. Nur mit Schale. Nur mit Schale, genau. Also der Vollkornreis ist einfach nur ein ungeschälter Reis. Und weißer Reis ist polierter Reis. Das heißt, da wird die äußere Schale noch abgepult. Der weiße Reis sieht einfach ein bisschen schöner aus auf dem Teller und schmeckt ein bisschen anders. Und Vollkornreis braucht ein bisschen länger in der Zubereitung, hat dafür aber mehr Nährstoffe. Und macht länger satt. Genau, und ist ein bisschen nussiger im Geschmack.